Anlässlich des Internationalen Frauentages fand im März die Verleihung des Linzer Frauenpreises statt. Zahlreiche Gäste kamen zum Event in das alte Rathaus. Der Frauenpreis der Stadt Linz soll frauenpolitischen Anliegen finanzielle Unterstützung, Aufmerksamkeit und Anerkennung bringen. Die Auszeichnung wird auf Initiative von Stadträtin Magistra Eva Schobesberger jährlich vergeben. Dieses Jahr gewannen die Nachbarinnen. Ein gemeinsames Projekt des Vereins Migrare, der Volkshilfe und der Fachhochschule Oberösterreich. Also die Frauen, die im Projekt sind, machen eine sehr hochkarätige Ausbildung mit einem Fachhochschulzertifikat, das sie in der Berufswelt verwenden können und auch darauf aufbauend weiter studieren können. Und die Arbeit, die sie dann leisten, ist einfach großartig. Sie machen, sagt auch der Titel, aufsuchende Arbeit und unterstützen andere Frauen und erwischen Frauen, die wir mit sämtlichen anderen Methoden noch nie erreicht haben, weil sie einfach in ihrem eigenen Umfeld oft sind. Und ja, das ist schön zu sehen, was da passiert und welchen Erfolg sie auch haben. Ein großer Erfolg ist, dass alle Frauen in eine Stellung, in eine berufliche Stellung gefunden haben. Absolut. Also das ist auch, drückt auch die Vielschichtigkeit dieses Projektes aus, dass einmal 15 Frauen, die vorher arbeitssuchend waren, arbeitslos gemeldet, jetzt eine Arbeit haben, eine Anstellung gefunden haben und auf der anderen Seite ja auch die Frauen, die Nachbarinnen jetzt begleiten, betreuen, zum Teil ja auch das Thema Arbeitssuche ein großes Thema ist und auch es schon begleitete Mütter gibt, die tatsächlich in dieser Zeit eine Arbeit gefunden haben. Integrationsförderung wird betrieben durch Unterstützung bei Behördengängen, Auskunft bei Fragen zum Schul- oder Gesundheitssystem oder beim Knüpfen von neuen Kontakten. Die Jury entschied sich aufgrund der Vielschichtigkeit für dieses Projekt. Ja, ich freue mich, dass dieses Projekt eine sehr, sehr würdige Preisträgerin ist, mit allen Frauen, die das unterstützt haben, mit allen Organisationen, die auch dahinter stehen, weil das wirklich ein einzigartiges Beispiel auch ist, glaube ich, wie man ganz intensiv auch Kontakte aufbauen kann, unterstützen kann, helfen kann, begleiten kann, beraten kann, ich weiß nicht, was noch alles und das mit wirklich sehr, sehr viel Intensität von allen Seiten und daher freue ich mich immens, dass dieses Projekt ausgezeichnet wurde. Der Startschuss für die Nachbarinnen fiel im Stadtteil Frankviertel, wo das Projekt auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen konnte. Ich bin sehr stolz auf uns und ich glaube, wir haben wirklich sehr gute Leistungen gebracht. Und wir haben wirklich sehr nette, gute Familien und Frauen kennengelernt. Und die sind froh, dass wir da sind und wir sind froh, dass die gibt es schon. Wir können schon etwas machen mit den Familien, mit den Frauen. Jetzt das Preis ist eine große Bedeutung für uns. Wir haben nämlich das Ziel erreicht. Wir sind jetzt Brückenbauerinnen. Also die Erfolge, die wir schon genannt haben, zeigt, dass wir Brückenbauerinnen sind und wir werden immer noch dran arbeiten. Wenn ich Frauen sehe, die sehr motiviert sind, die wirklich gerne teilnehmen. Es nehmen wirklich viele Frauen teil und das macht uns natürlich, das ist unsere Kraftquelle. Also wenn wir die Frauen sehen, die kommen, die haben Interesse und da freuen wir. Das ist unser richtiger Preis sozusagen. Ein weiterer Lehrgang für Nachbarinnen ist für dieses Jahr geplant.